Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Die Release Notes für Update 1.5 sind endlich da und ich kann euch sagen, es ist grandios, was da drin steht. Ich möchte sie in diesem Video mit euch durchgehen, dass ihr schon mal vorab bestens vorbereitet seid für das Update. Und ja, viel Spaß mit diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard-Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen! Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Leute, eben Tischtennisspiel gehabt. Ihr wisst ja, richtig krass. Immer genau dann, wenn ich ein Tischtennisspiel habe, kommen die Release Notes, aber macht gar nichts. Ihr kriegt heute Abend trotzdem die Update Release Notes von mir, damit ihr bestens vorbereitet seid. Und ihr seht auch schon hier als erster eingeblendet: Jurassic World Alive Update. Update 1.5 will introduce Alliances and Daily Missions to Jurassic World Alive. Das ist schon mal richtig nice. Also bis jetzt war uns ja bekannt von Allianzen. Ja, ihr seht nochmal die krassen Bilder da parallel zu eingeblendet. Die schönen Banner, die es gibt. Und es gibt tägliche Missionen und die täglichen Missionen, da gehen wir gleich natürlich auch noch drauf ein, finde ich ultra nice, Leute. Das gibt dort nochmal so einen zusätzlichen Ansporn, wirklich täglich zu spielen und ich bin richtig gehypt, Leute. Das könnt ihr gar nicht glauben. Richtig nice. Also geht direkt los. New Features. Ready for forge to forge your alliances. Also seid ihr bereit, eure Allianz zu gründen? Allianzen. Ja, Spieler können nun, Players can now create an alliance or join an existing one. Alliances are a great way to communicate with other DPG members and share resources. Und das ist schon direkt krass, denn ihr könnt jetzt eine Allianz gründen oder einer beitreten und Allianzen sind ein krasser oder guter Weg, mit anderen Spielern zu kommunizieren und Ressourcen zu teilen. Ja, ihr habt es richtig gelesen, Ressourcen zu teilen. Zwei oder ein Block unten drunter ist es auch. Alliance Chat. Chat with your allies and in any of the following language on my alliance page. English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Japanese and Russian. Also ihr könnt mit euren Allianzmitgliedern in verschiedenen Sprachen auf der Allianzseite sprechen. Dann das nächste, Alliance Gifting. Request DNA from your allies oder allies in your alliance chat and donate to their request. Also ihr könnt offiziell Ressourcen anfragen und eure anderen Bündnismitglieder können euch Sachen dann spenden. Das wird richtig nice. Wir werden eine krasse Community da aufbauen und werden uns natürlich gegenseitig helfen, dass wir alle besser werden. Und das ist besonders vorteilhaft, weil wir wohnen ja alle in unterschiedlichen Zonen. Und ja, der nächste Punkt sagt eben aus, dass man aktuell seltene und gewöhnliche Saurier, die man freigeschaltet hat, DNA spenden kann. Und ich finde das richtig, richtig gut, denn der eine wohnt in der einen Zone, der andere in der anderen. Und so kann man sich gegenseitig unterstützen und sagen, hier, ich brauche das, weil ich nicht in der Zone wohne. Kannst du mir was dagegen? Ja, dafür brauche ich zum Beispiel den und den. Und das finde ich richtig, richtig nice. Nächstes, Allianz Leadership and Participation. Ja, da steht jetzt einfach nur drin, ja, der Spieler, der die Allianz gründet, ist natürlich der Leader. Dann, Spieler können zu Leadern gemacht werden oder können durch den Leader aus der Allianz gekickt werden. Das nächste ist eigentlich ganz nice. Jeder in der Allianz selbst kann Mitglieder einladen. Finde ich persönlich noch nicht ganz so gut. Das könnte zu krass Gespam führen und dann muss der Leader wieder die Leute kicken. Und da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann nachher ist. Ich glaube, da werden sie in Zukunft noch was dann ändern. You can search Alliances via their name in the Social Menu. Also mit dem Sozialmenü kann man eben die anderen Allianzen suchen. You can mute Allies in the Chat. And will no longer see the message. Also ihr könnt selbstständig Leute, die dann übel spammen, ja, hallo, Grüße gehen raus, Horatio, nein, Spaß, könnt ihr muten und dann seht ihr den ihre Nachrichten nicht mehr. Daily Missions. Complete daily tasks from the DPG to earn rewards. Das ist richtig, richtig nice. Tägliche Aufgaben. Und ja, ihr müsst ihr verschiedene Sachen machen und bekommt dafür Belohnungen. Das ist richtig, richtig nice. Dann Mission Progression. All DPG-Members start their mission career with easy goals. Jeder von euch, jeder DPG-Mitglied startet mit sehr einfachen Quests. Keep completing them and you'll rank up quick and gain more rewards for your effort. Das heißt, es gibt da Ränge, sorry. Und wenn ihr eure Quests immer macht und die erfolgreich abschließt, dann bekommt ihr schwierigere Aufgaben und steigt in eurem Rang. Das ist richtig nice. Das wird auch dann sicherlich bessere Belohnung geben. Your list of missions can vary every day. As you progress, you can even get more missions per day.
Okay, die Aufgaben täglich können natürlich variieren und wenn ihr ja, voranschreitet, da könnt ihr noch mehr tägliche Aufgaben lösen. Das finde ich auch gut. You'll have 24 hours to complete your mission, also 24 Stunden Zeit, die Mission zu machen. Mission can relate to many activities in the game. A well-rounded player can complete them all. Also, es gibt viele verschiedene Arten von Missionen und ein Spieler, ja, der gut oder vielseitig aufgestellt ist, der kann sich eben um eigentlich alle Aufgaben erledigen. Kommen wir jetzt noch zu den Sauriern. Ich will sie euch erstmal nur mit Bild und Name vorstellen. Auf die Details, da werde ich nochmal ein anderes Video zu machen, denn da haben sie diesmal ordentlich Background zugeliefert und finde ich sehr, sehr nice. Und da mache ich Bild, das finde ich ist ein eigenes Video wert. Hier sehen wir mal die Nicht-Hybride eingeblendet. Das heißt, das sind die Saurier, die vielleicht von Hybrid Bestandteil sind oder in Zukunft Bestandteil von einem Hybriden sind, aktuell aber noch kein Hybrid sind. Beziehungsweise aktuell vielleicht auch noch keinen Hybriden haben. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Falls nicht, tut mir das schon mal leid. So bin ich auch nicht der Dino-Experte. Das erste ist der Dimorphodon. Ich weiß jetzt nicht, ob er so ausgesprochen ist. Ich wurde heute darauf hingewiesen, dass es nicht richtig ist. Wayne. Ist ein gewöhnlicher Saurier. Dann Darwin Nopterus. Flugsaurier, wie man schon sieht. Sieht schon mal erst nice aus. Epischer Saurier. Der nächste ist auch ein epischer Saurier. Und zwar der Diplodocus. Auch sieht so aus wie ein Pflanzenfresser. Auch mit einem Langhals. Und dann noch der gewöhnliche Miragaya. Der sieht, finde ich, richtig, richtig cool aus. Ich bin mal gespannt, wie er im Game nachher und im Kampf aussieht. So schwarz-gelb, der gefällt mir schon echt gut. Hier mal eingeblendet, natürlich auch noch die Hybride, die es gibt. Da haben wir dann noch keine, ja, Farbbilder von, da haben wir nur die Silhouette, finde ich aber gar nicht schlecht. Als erstes Dimodactylus, Flugsaurier, als epischen. Dann haben wir zwei legendäre und haben auch insgesamt drei einzigartige. Und die drei einzigartigen Leute, das finde ich ultra nice. Wir haben dann den Dracoceratops, wahrscheinlich Dracoryx Triceratops oder sowas, oder Stegoceratops. Hybrid werden wir nochmal drauf eingehen. Dann Tyrannolophosaur, richtig nice, der hört sich schon cool an. Dann haben wir, ich musste ein bisschen schmunzeln, Tenontorix. Tenontosaurus habe ich einfach nicht gefangen, Leute. Das wird jetzt schon, ich wette, mit dem Gryphonlyph, wenn der Gryphonlyph wirklich das Krokodil ist, die letzten. Das wären die beiden letzten Saurier, die ich in dem Game haben werde. Ich weiß es einfach jetzt schon. Unten dann Toradolosaur. Also sieht nach einem Hybriden vom Allosaurus aus, ist es denke ich auch. Und da der wichtige Hinweis: Allosaurus hat momentan noch keinen Hybriden. Ich wollte ja am Wochenende auf Ankylosaurus oder Sinoceratops gehen. Damit beantwortet mir das die Frage. Ich werde auf Sinoceratops gehen, alle 15 Versuche. Denn damit hat der Sinoceratops einen weiteren einzigartigen Hybriden indirekt. Und von daher brauchen wir davon DNA. Dann noch ein seltener Saurier, der Pyrolys. Sieht schon mal echt creepy aus auf dem Bild, gefällt mir. Und der Gryphonlyph. Und Gryphonlyph könnte aus Gryphosaurus sein, wahrscheinlich sogar sehr. Ich gucke gerade nochmal nach. Bin mal gespannt, wo, ja, Gryphosuchus, ich sehe es gerade. Also, da bin ich komplett gereckt. Da habe ich, ihr wisst, ihn erst vor kurzem freigeschaltet. Aber auch da beim Event schon gesagt, sammelt den Gryphosaurus, ihr kriegt vielleicht irgendwann einen Hybriden. Und genau das ist es auch. Das nächste, New Arena Distribution. Das ist auch ein Thema, wo ich nochmal separat genauer drauf eingehe. Jetzt nur mal kurz und hier steht halt, ja, drin. Die meisten exklusiven Saurier von den Arenen werden auch in den Arenen bleiben, wie sie jetzt waren. Ein paar andere haben sich geändert. Zum Beispiel die Flugsaurier Alanka und Amburgiania sind endlich runtergekommen. Das heißt, man kann die auch leichter freischalten. Finde ich persönlich gut. Und ja, das sind auf jeden Fall andere Sachen noch, die geändert wurden. Und Irritator Generation 2 ist wild verfügbar. Richtig, richtig nice. Das vielleicht, ja, wir werden auch andere Spawn-Änderungen haben. Wir werden es dann sehen, sobald das Update live ist. Wie gesagt, hierzu werde ich nochmal ein detailliertes Video machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dann ein Punkt, fand ich erstmal sehr interessant. Exploration. Also, ja, Erkunden der Welt quasi. What's new on your map? Small, also was ist neu auf der Karte? Small flying creatures are now available on the map. Kleine Flugkreaturen sind auf der Map verfügbar. Ich nehme mal an, dass das der Dimorphodon ist. Can you find where and when to collect them? Da bin ich mal gespannt. Also können wir herausfinden, wann und wo man die fängt. Rebalancing of the Creature Spawning to provide a better, more focused experience for new players. Also, sie haben das irgendwie balanciert, dass es wohl besser ist für neue Spieler und ich denke mal auch für alteingesessene Spieler. Sie werden also irgendwie, ja, Saurier, die für Hybride benötigt werden, häufiger spawnen lassen. Irritator Gen 2 can now be found in the world. Also Gen 2 Irritator ist auch weltweit in der Wildnis verfügbar. Improved Balancing ensures all players have access to the ingredient required to make rare hybrids. Also für seltene Hybride
haben alle Leute Zugang zu. Not all dinosaurs are created equal, as you probably know. Some creatures like the T-Rex or Blue are very high rated, while some other like Iguanen are less impactful. Genau, es gibt halt einfach Saurier, ja, die man viel mehr für Hybride braucht als andere, und da gibt's halt, ja, da wurde wohl irgendwas dran balanciert. Und ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen, was da so kommt. Dann Seasonal PvP, also saisonale PvP-Kämpfe, da bin ich mal gespannt. Saison 3 kommt hier irgendwann. We are reworking our old seasonal tournaments. Also es wird komplett überarbeitet. The game feature that was formerly known as a seasonal tournament will now simply be called seasonal PvP. Okay, Saison PvP nur noch. Anstatt Saison Turnier. Thanks to the player feedback, we have reimagined this feature into something more inclusive for all. Also sie haben das geändert für alle. Das heißt, alle werden davon betroffen sein. Ich gehe ganz stark davon aus, dass auch Leute mit wenigen Trophäen irgendwie eine Belohnung kriegen werden, sodass sie angespornt sind, sich zu verbessern. Ganz würde ich fast wetten. This new version of a seasonal leaderboard will be a beta and will continue to be refined with the help of your players. Es wird erstmal eine Beta sein und mit der Hilfe von den Spielern wird das Ganze noch verbessert werden. We are committing to bring back tournaments. Es wird Turniere wiedergeben als ein separates Battle-Feature, unabhängig vom Saison-Leaderboard. Das wird richtig nice. Eventuell kommt das lang ersehnte Erstellen von Turnieren, dass ich oder jeder Spieler Turniere erstellen kann für einen gewissen Ingame-Cash-Wert. Das wäre sehr, sehr nice. So, dann der nächste Punkt. Battle Balancing. Ja, das sind jetzt schon wieder Kampfsachen, die sie geändert haben. Ich denke, das ist auch schon wieder relativ viel, was da beschrieben wird. Ich glaube, das werden wir auch nochmal in einem separaten Video besprechen. Kurz ab, das sind ein paar Sachen einfach gerenamed worden. Verschiedene Attacken wurden balanciert. Da werden wir uns nochmal genau reinfuchsen, denke ich, ist die beste Art und Weise. Dann gibt es natürlich auch neue Fähigkeiten, da gehe ich jetzt auch noch nicht drauf ein, das könnte man eventuell verbinden. Und genauso gibt es natürlich Kreaturänderungen, das heißt, viele Saurier sind geändert worden. Da werden wir uns auf jeden Fall anschauen, welche krass gut geworden sind, welche Verlierer sind. Kurz vorab, der Stegodeus hat nicht mehr panzerbrechenden Angriff, er hat normalen Angriff, hat glaube ich dafür mehr Leben, habe ich eben bei WhatsApp gelesen. Könnte also trotzdem immer noch gut sein. Die letzten beiden Sachen noch. Settings Misc. What else is new? The game is fully functional on iOS 12 and Android 9. Also die volle Funktionalität ist auf iOS 12 und Android 9 gegeben. Improved Download Flow soll wohl besser jetzt runterladen zu sein. Improved Layout for Phones with a Notch. Okay. Das heißt, es ist die Ansicht wurde einfach für solche Geräte verbessert. Notch weiß ich leider nicht, was es heißt. The Message Inbox and News Center are now located in the Profile Settings tab, which is accessed by tapping on the level indicator top left. Okay, Nachrichten und so sind jetzt oben links bei Profil Setting, wenn man auf das Level klickt. Okay, ist okay, das passt. Das macht das Ganze noch ein bisschen schlichter, denke ich, ist ganz gut. Improvement and Bug Fixes. How will Update 1.5 improve your overall experience? Na, wie wird uns das unser Spielerlebnis noch verbessern? Es gibt einige Bug Fixes, auch bezüglich GPS-Permission, ja, und man kann jetzt, das wusste ich gar nicht, dass ich vergesse, you can now also install the game on an SD-Card. Okay, man kann das auf einer SD-Card jetzt installieren bei Android, war wohl vorher nicht möglich. We also made several gameplay improvements, such as Declaration Effects were set to 90%, which made some mathematical rounding errors between Stegoceratops und Stegodeus. Okay. Da haben sie irgendwas, weiß ich noch nicht so genau, was sie damit meinen. In Battle, the Bound Status Effect associated with Swap Inabilities lasted one less turn. Okay, da gab es noch eine Änderung mit Swap-In-Fähigkeit. Ich glaube, das habe ich auch gesehen ich glaube, das war auch im Zusammenhang mit Strike-Events. And much more. Also Leute, es bleibt spannend. Für mich die Highlights, die neuen Saurier, 11 neue Saurier und davon 3 einzigartige Saurier. Richtig, richtig nice. Dann auf jeden Fall die Missionen. Die Missionen bin ich mal gespannt drauf, was für Belohnungen wir bekommen. Ob wir Ingame-Cash bekommen, Coins bekommen oder DNA oder alles zusammen. Und Allianzen sowieso. Das ist bei mir, das ist der ultra krasseste Hype, den ich da auf das Spiel hatte, den ich noch nie hatte, denke ich mal, weil Allianzen, da können wir direkt kommunizieren in-game. Ich kann euch da auch Fragen beantworten. Wir können da Quatsch zusammen machen. Wir können uns gegenseitig DNA zuschicken und wir werden da eine Menge Spaß haben. Und wie gesagt, wenn es da ein Limit geben wird, hier war jetzt nichts drin, dann werde ich natürlich dafür sorgen, dass wir 2 Gilden haben und dass jeder von euch unterkommt. Also keine Angst. Chillt. So viel zu dem Update.
Es wird noch ein paar weitere Videos, ich glaube so circa 3 Stück geben, nochmal zu Details da drin, wo wir natürlich auch schauen, welche Saurier jetzt sich krass verändert haben, das heißt, in welche Richtung die Meta gehen wird. Aber ich denke, für dieses Video ist das genug und ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck zu diesem Update geben. Wenn ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst und natürlich auch eine Bewertung. Und wenn ihr das Video mit Leuten teilt, die das Spiel auch teilen, wo ihr sagt, auch spielen, wo ihr sagt, die müssen das Video sehen, würde mich sehr freuen. Und natürlich lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, hypt euch auf das Update rein. Wir werden das alles auch im Stream noch besprechen. Morgen und übermorgen Abend gibt es einen. Und jetzt drückt mir noch die Daumen bei der Velociraptor Challenge. Macht's gut, ciao.